Hallo, heute gibt es neues Video zur CryEngine und heute geht es darum, wie man in World Machine das exportiert, eine Map erstellt und exportiert ganz einfache Sachen, zeige ich da ohne groß was umzuändern. Installieren ist einmal ganz einfach wie jede andere Installation auch. Wenn man es jetzt installiert hat und gestartet hat, dann wird es unter anderem so ausschauen. Beziehungsweise man kann ja hier links oben auf Neu klicken. Und dann wird einfach Neues erstellt. Meistens schaut es dann halt so schon aus mit diesen Sample-Daten, was schon drinnen ist. Genau, das ist eigentlich alles ganz einfach. Man hat hier oben natürlich verschiedene Möglichkeiten reinzugehen. Das ist wie ein Flowgraph. Man verbindet die Punkte und dann wird etwas generiert und gespeichert dementsprechend. Ich zeige jetzt halt hier nur, wie man die Hulk-Map exportiert und dann halt speichert und dann halt in der CryEngine einfügt und ja, das andere komme ich vielleicht irgendein anderes Mal dazu. Hier kann man halt alles Mögliche einstellen, auch Texturen kann man schon drauf machen und ja, ist vielleicht ein bisschen umfangreich als jetzt halt der Generator von der CryEngine. Das sieht man hier oben, da hat man halt die ganzen Sachen, wie schon vorhin erwähnt. Und hier kann man verschiedene Ansichten dann halt rüber wechseln. Wie das dann halt später mal ausschauen könnte, kann man hier oben wechseln. Hier kann man das Ganze generieren lassen. Hier kann man also kann man es rendern, eine Map generieren lassen. Also hier rendern sozusagen und hier generieren lassen die Map. Das mache ich jetzt halt hier auch. Wenn man standardmäßig hat, schaut es ungefähr so aus. Man kann hier natürlich auch verschiedene Einstellungen wählen. Da gehe ich jetzt halt dazu jetzt halt nicht weiter ein. Man kann hier ungefähr die Größe einstellen. Gibt es halt verschiedene Sachen. Das mache ich jetzt halt nicht. Ich will jetzt halt hier eine random Hackmap erstellen und da kann man einfach hier oben drauf klicken. Und hier auf Ja, da wird hier links das einfach mal gerendert, neu erstellt. Das kann man ganz oft wiederholen, bis man das Richtige hat. Wenn man jetzt halt hier irgendwas umstellt, zum Beispiel ist halt hier die Kilometeranzahl noch größer, macht noch okay und es jetzt generieren lässt, kommt halt sowas dabei raus. Man muss da ein bisschen kann man rumspielen. Also ich finde es immer am besten, ein bisschen rumzuspielen mit den ganzen Einstellungen. Dann kriegt man einfach das meiste dann mit und das vergisst man dann auch nicht, als wenn man jetzt halt irgendein Video anschaut. Deshalb kann man es hier einfach nochmal generieren lassen. Jetzt lasse ich es einfach mal so. Ich will ja zeigen, wie man es exportiert und da geht man jetzt halt einfach hier mit Doppelklick auf das Hulk Output. Hier gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Oh, sorry, das war gerade durcheinander. Das kann man anmachen. Settings-File nehmen und hier kann man verschiedene Sachen einstellen. Hier 8-Bit, hier 16-Bit. Hier mal BMP, das geht. Man kann das hier auswählen. Oder das war 16. Und was geht noch? Das PNG müsste gehen. TIFF sehe ich jetzt halt auch hier. Hier ist noch TIFF, das geht auch noch. Und das war's dann. Also die anderen, die dürften nicht gehen. Das kann man gar nicht erst aufrufen. Hier kann man dann mit Z den Speicherort wählen, beziehungsweise den Map-Namen dann. Ich nenne es einfach mal Map 3. Bei der Installation kann man ja den Ordner angeben, wo das Ganze gespeichert werden soll. Bevor wir das jetzt ja generieren lassen, gehen wir noch in die Einstellungen, und zwar Projekt World Parameters. Und zwar hier kann man nochmal unter anderem die Kilometeranzahl ändern, aber wie das der hier braucht man zum Umändern. Wir haben hier 513 x 513 Pixel und in der CryEngine ist es so, sind es 512 x 512. Soviel ich weiß, kann man hier nicht mehr einstellen. Die CryEngine unterstützt natürlich auch höhere Auflösungen, aber bei der Basic Edition, was ich jetzt hier habe, geht das glaube ich nicht. Das war glaube ich limitiert auf 512.
Genau, das plus 1 weg, damit wir hier 512 mal 512 haben. Und dann kann man einfach OK klicken. Jetzt gehen wir hier nochmal drauf und gehen hier auf Write Output to Disk. Das haben wir ja gerade alles eingestellt und dann kommt hier, dass es generiert werden muss. Jetzt ist es generiert. Man kann es natürlich auch vorher machen, das ist jedem selbst überlassen. Und zwar, das sieht man hier an den grünen grünen ja, viereckigen Teilen halt, sieht man es, dass es gerendert wurde. Das Ganze, wie vorhin gesagt, wird hier oben, kann man das machen, dass es gerendert wird. Wenn man halt hier in die Einstellungsmöglichkeiten reingeht, so schaut die Map aus, oder sollte sie ungefähr ausschauen. Und wenn man hier halt auf Generieren klickt, dann kommt halt, wird das alles generiert und hier wird alles generiert, also das komplette Einstellungen. Genau, nicht nur das, was man ausgewählt hat. Genau, wir haben das jetzt halt schon gemacht und gespeichert. Das können wir in die Kleinschirm wechseln. Und zwar können wir hier wieder einen normalen Namen eingeben. Hier können wir 512 mal 512 eingeben. Man kann hier natürlich auch einstellen, die Meters per Units, also dass es höher gemacht wird. Also dass es halt nicht die Zweifache ist, sondern zum Beispiel, dass einfach hochskaliert wird, das Ganze. Ja, also die Map, die ist ein 512 mal 512 und deshalb bleibt es so, das ist nur die Textur, das kann man so lassen alles. Und dann wird einfach das Projekt ganz normal geöffnet. Und wie ich schon mal im Video gesagt habe, man muss dann einfach nur noch die Heatmap importieren. Genau, das kann man jetzt halt hier ganz einfach mal importieren machen. Wir müssen aber davor noch die Höhe einstellen. Set Terrain Max Height, das ist, liegt anscheinend bei 128, habe ich gelesen, von der Word Machine aus auf 128. Die maximale Höhe, was da generiert wird, damit das also sozusagen 1 zu 1 übernommen wird. Sonst kommt da ganz was anderes raus. Dann können wir einfach auf Input klicken und hier natürlich gibt es die ganzen Ordner. Und ich habe das hier schon mal geöffnet und können hier das auswählen, die Map, was wir generiert haben und auf Import. So, können wir ein bisschen rausgehen und so schaut die dann ganze Map aus. Und jetzt ist halt so, natürlich hier ist alles eckig und kantig. Das kann man durchaus umändern. Das ist halt so, man kann hier Treppenstufen, man kann das Ganze glätten schon in der Word Machine drinnen oder man bearbeitet es halt separat nach. Ja, und reinspringen kann man natürlich dann halt auch. Und so würde dann die Map ausschauen. Man kann natürlich auch Bitmap und so weiter, also alles, auch die Farben und alles exportieren, wenn man will. Dazu kann ich in einem anderen Video nochmal kommen. So, jetzt will ich das gleiche nochmal machen mit einer größeren Map. Können wir einfach mal speichern. Und jetzt wählen wir hier wieder 512 aus und ich gehe hier mal auf 4x und auf OK. Und schau mal, was jetzt passiert. Wenn wir jetzt halt die vierfache Vergrößerung haben, das wird ja nur skaliert in diesem Fall. So, ich habe da eine Sache an sich vergessen und zwar die Höhe einzustellen, die Max-Höhe, dann halt, schaut es halt so aus. Aber wenn man das nicht 1 zu 1 hat, dann wird das jetzt halt auch, wenn man es jetzt halt so größer macht, wird es auch ganz anders da ausschauen. Ja, also dann schaut das nur noch so aus. Sollte man jetzt einfach mal die beste Höhe einfach finden. Wir könnten es jetzt hier mal einfach das Vierfache nehmen.
So, hier haben wir jetzt das Vierfache genommen. Und da sieht man es jetzt. Also das eignet sich eigentlich ziemlich gut. Also das, wenn man jetzt halt das scaled nach oben, dass man jetzt halt bei Vierfach, also in diesem Fall Vierfach die 128 Meter nach oben, einfach dann mal 4 nimmt, dann hat man auch die passende Höhe. Oder wenn es halt mal 16 ist, die Map, dann die 16-fache Höhe. Ja, und außerdem kann man noch natürlich noch mit dem Sculptor, also mit Smooth nochmal drüber gehen, dann hat man nämlich noch die eckigen Kanten weg. Ja, also wenn man es halt hier schon texturiert, könnte man jetzt halt hier noch einfach drüber gehen. Das kann man schon davor eigentlich machen. Und es ist einfach nur kurz, es muss nicht hart sein, also es kann nur minimal, damit jetzt halt die Kanten hier ausgeglichen werden. Ja, also diese eckigen Teile hier, die müssen einfach hier ein bisschen weg. Große Veränderungen gibt es dabei ja nicht. Sind an sich fast nur minimale. Aber dafür hat man es halt dann flach und eckigen Kanten, die dann halt vielleicht auch dementsprechend stören könnten. Ja, und so schaut schon gleich viel besser aus. Überall noch ein bisschen smoothen für so eine große Map. Ja. Und also, können wir uns einfach mal anschauen, wie es im Spiel, wie groß es dann wäre. Und da hat man dann schon eine ziemlich große Map generieren lassen. Und die könnte man jetzt halt ganz normal hier weiter ausmodellieren, texturieren oder ja, zum Spiel halt machen. Genau, das war's dann auch von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen und bis zum nächsten Mal.